Meine Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 und anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 19/6740 zu 19/6548, beide aus 19, und bitten als Erstes um Berichterstattung von der Abg. Heitland. Ja, das sind noch zwei Änderungsanträge. Ich Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90. Ich habe die falsche. Sorry, ich habe zwei Berichterstattungen. Ich habe es aber auch an meinem Platz liegen. Ich hole sie. Ich hole sie schnell. Langsam. Falsche Reihenfolge. Ja, zu Hause käme ich jetzt in die Kerberett. Also, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimme der LINKEN und bei Stimmenthaltung der SPD und der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Danke, Frau Heitland. Sie haben uns alle unmissverständlich aufgeweckt. Meine Damen und Herren, zu diesem Tagesordnungspunkt, zu diesem Gesetzentwurf gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19/6756 aus 19, der mit aufgerufen wird, sowie einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/6763 aus 19, der ebenfalls mit aufgerufen ist. Ich eröffne hiermit die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Bartelt für die CDU-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes stärkt Verbünde von Kliniken. Durch Verbünde werden wohnortnahe Notfall- und Basisversorgung gesichert und die Qualität von spezialisierter stationärer Medizin erhöht. Im eingebrachten Gesetzentwurf werden den Kliniken, die Verbünde gebildet haben, 21 Millionen € zusätzlich im Doppelhaushalt 2018-19 zur Verfügung gestellt. Dies erfolgt durch Wegfall der Anrechnung von Einzelförderung vor 2016 auf die Pauschalförderung nach der Umstellung in diesem Jahr. In der Anhörung und in zahlreichen Gesprächen mit Krankenhäusern haben wir nun erfahren, dass einige Einrichtungen kurz vor dem ursprünglichen Stichtag 31.12.1999 Verbünde gegründet haben oder einem Verbund beigetreten sind. Durch den jetzt eingebrachten Änderungsantrag zu diesem Gesetzentwurf werden diese Häuser in die Förderung mit einbezogen. Technisch geschieht dies durch den geänderten Gesetzestext in § 22 Absatz 5 Satz 1, gemeint ist die Anrechnung, gilt nicht für Krankenhäuser, die sich nach dem 31.12.1993 auf einen oder mehreren Krankenhäusern zu einem gemeinsamen Krankenhaus oder einem Verbund zusammengeschlossen haben oder einem bestehenden Verbund beigetreten sind. Was sich nun hier so verwaltungsmäßig anhört, bedeutet für einige Kliniken ein Plus von mehreren Millionen Euro. Es sind beispielsweise Häuser in der Trägerschaft des Caritas oder Häuser im Main-Kinzig-Kreis. Es ist richtig, dass auch die Häuser zusätzlich gefördert werden, die sehr frühzeitig erkannt haben, dass die Zukunft in Verbünden liegt. Wir denken hier nicht nur an die ökonomischen Vorteile, sondern in allererster Linie an die Versorgungsqualität entsprechend den Vorgaben der medizinischen Fachgesellschaften. Natürlich ist die Festlegung eines Stichtages selten objektivierbar. Wir haben uns hier an den Abschreibungszeitraum geförderter Krankenhausimmobilien orientiert.
Von heute, 25 Jahre zurückgerechnet, ist dies eben Ende 1993. Für den Fachlichen Rat und die Formulierungshilfe bedanken sich die Regierungsfraktionen beim Sozialministerium. Im Rahmen dieses Änderungsantrags werden auch Verbundbildungen über Kreisgrenzen hinaus bzw. kreisfreier Städte hinaus gefördert. Die Aspekte der sektorengreifenden Versorgung und Gesundheitskonferenzen haben wir bereits in der ersten Lesung hier ausführlich dargelegt. Das Anstreben einer geschlechterparitätischen Besetzung der Gesundheitskonferenz ist Bestandteil dieses Änderungsantrags. Er orientiert sich an anderen Gesetzen und berührt nicht die Rechte von entsendenden Organisationen. Die Regierungsfraktionen haben insbesondere hier das Ziel aufgenommen, weil Pflege und ärztliche Dienstleistungen ganz überwiegend von Frauen durchgeführt werden. Einige wenige Anmerkungen zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion. Wir sind uns im Ziel durchaus einig, Personalschlüssel in der Pflege in den Krankenhäusern einzuführen. Den Weg über eine Rechtsverordnung auf Landesebene halten wir aber zumindest für problematisch. Sie wissen, dass am 01.01.2019 auf Bundesebene durch Gesetz Personalschlüssel für ausgewählte Bereiche vorgeschrieben werden. Dies sind insbesondere Intensivstationen und die Geriatrie. Darüber hinaus hat der Bundesgesundheitsminister Spahn für 2020 für alle Bereiche Mindestpersonalausstattung in der Pflege gesetzmäßig angekündigt. Die Diskussion bzw. Erfahrungen sollten zunächst einmal ausgewertet werden, bevor sich die Frage stellt, hier ein Landesgesetz oder eine Verordnung auf Landesebene anzustreben. Zudem ist die Frage zu klären, ob ein Landesgesetz oder Verordnung Konnexität auslösen würde, zumindest bei kommunalen Trägern. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags verbessert weiter die Finanzausstattung der Krankenhäuser in Hessen. Die Landesregierung und die Regierungsfraktion können eine gute Bilanz vorweisen. In Stichpunkten sei erinnert, kontinuierliche Steigerung der Investitionszuschüsse, Sonderprogramm vor der Umstellung von der Einzelförderung auf die Pauschalförderung, Einführung der Pauschalförderung, wodurch die Krankenhäuser schneller und bedarfsgerechter investieren können. Und jetzt eben Sonderförderung für Krankenhäuser, die in Verbünden zusammenarbeiten. Im Vergleich der Bundesländer liegt Hessen bei den Krankenhausinvestitionen immer in der Spitzengruppe, bei den Flächenländern zusammen mit Baden-Württemberg und Bayern immer unter den ersten drei. Das sind die Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir werden diesen erfolgreichen Weg fortsetzen. Wir wissen, dass wegen des medizinischen Fortschrittes, im demografischen Wandel und der Strukturveränderung weiter ein hoher Investitionsbedarf vorhanden ist bzw. entstehen wird. Dieser Gesetzentwurf ist eine wirksame Unterstützung für unsere Krankenhäuser in Hessen. Besten Dank. Danke, Herr Bartel. Für die Linken hat sich Frau Schott zum Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal muss ich feststellen, dass ich mit großer Freude gehört habe, dass auch die hessische CDU anerkennt, dass es Personalschlüssel in Krankenhäusern braucht. Das ist ja nun tatsächlich ganz anders als die Debatten, die wir in den vergangenen Jahren geführt haben. Dass anschließend gleich wieder die Bremse zur Umsetzung kommt, ist nicht weiter verwunderlich, weil wenn man es realisieren will, müsste man sich ernsthaft Gedanken darüber machen und auch Geld in die Hand nehmen und auch ansonsten noch ein paar Ideen entwickeln, wie man denn dieses Personal auch ausbilden und generieren will. Da duckt man sich dann lieber weg und sagt, warten wir doch mal, was aus dem Bund kommt. Und dann warten wir hier aber wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil auch die Umsetzungen hier im Land immer recht langsam vonstatten gehen. Und es mag ja auch sein, dass Hessen mit anderen Ländern gemeinsam im oberen Drittel der Finanzierung liegt. Aber
das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir trotzdem weit hinter dem Bedarf liegen. Das, was es gibt für die Krankenhäuser und das, was die Krankenhäuser brauchen, klafft weit auseinander. Die Investitionslücke für die Krankenhäuser ist auch mit diesem Gesetz nicht gefüllt. Und da sie nicht gefüllt ist, kann man diesem Gesetz auch nicht zustimmen. Man kann ihm auch mit den Änderungen, die da kommen, nicht zustimmen. Sie haben ein paar handwerkliche Fehler weggemacht. Sie haben die Verbünde etwas weiter gefasst und Sie haben diese wunderbar geschlechterparitätische Besetzung eingeführt. Das finde ich tatsächlich auch einer Erwähnung wert, weil man sich fragen muss, ist das jetzt die Trendwende und kriegen wir das jetzt in allen Gesetzen? Dann wäre es ja in Ordnung. Irgendwann muss man mal anfangen. Warum fängt man jetzt gerade hier an? Wir hatten eben gerade schon ein paar Gesetze beraten, in denen es auch Gremien gab. Da steht es meines Wissens nicht drin. Wird es in den nächsten Gesetzen auch drin stehen, dann fände ich es ja in Ordnung. Also, wir können sehr, sehr neugierig sein, ob jetzt endlich auch bei der Landesregierung angekommen ist, dass man ein bisschen mehr tun muss, wenn man tatsächlich Gleichstellung von Männern und Frauen erreichen will, als immer nur schöne Worte geben. Ich bin gespannt, was das hier für Folgen hat, wie das sich auf der Praxis auswirkt. Da kann man sehr genau hingucken. Aber ich hoffe wirklich, dass das jetzt dann auch Allgemeingültigkeit hat. Wir teilen das, was die SPD in ihrem Änderungsantrag geschrieben hat, weil es unseren Forderungen ohnehin ganz nahe kommt. Aber da waren wir ja auch in der Vergangenheit nicht weit auseinander. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig darin. Deswegen werden wir diesem Änderungsantrag auch ganz sicher zustimmen. Sollte er eine Mehrheit finden, müsste ich meine Ansage zum Gesetz insgesamt noch einmal überdenken. Da wir dieses Haus aber kennen, ist es wahrscheinlich nicht so notwendig, dass ich das tun muss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Schott. Für die FDP-Fraktion redet Herr Lenders. Ich weise handlungsleitend darauf hin, dass danach nach derzeitigem Stand die Debatte beendet ist. Warum muss ich mich denn immer so früh melden? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP-Fraktion sieht den Änderungsantrag der SPD nicht zustimmungsfähig. Was die Mindestpersonalzahlen anbelangt, haben wir nun einmal eine diametral andere Auffassung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten werden wir dem Gesetzentwurf unsere Zustimmung geben. Wir könnten da auch heute schon darüber abstimmen. Ich will aber auch gleich dazu sagen, was die Verbundbildung von den Krankenhäusern anbelangt. Also, wir sehen das absolut in die richtige Richtung. Das deckt sich mit dem, was wir auch wollen. Verbünde und Spezialisierung von Krankenhäusern. Wenn wir über den Krankenhauserhalt nachdenken, müssen wir uns darüber unterhalten, wie man sie zukünftig denn auch noch finanzieren kann. Und Verbünde, da leben uns die privaten Klinikbetreiber, z.B. Helios, das durchaus vor, welche Synergien man dort heben kann und auf welchen Bereich man auch auf Wirtschaftlichkeit denn arbeiten kann. Das ist nicht immer nur auf der Patientenseite, das ist gerade im Verwaltungsbereich, zeigen uns hier die Privaten, wie es geht. Meine Damen und Herren, als Kritikpunkt in der Anhörung kam das Prüfrecht des MDK, des medizinischen Dienst. Ich bin jetzt wirklich kein Sozialpolitiker, wenn ich auch heute Abend versucht habe, mein Bestes zu geben. Aber ich habe schon mich gefragt, wer soll denn sonst kontrollieren, wenn nicht der MDK? Der medizinische Dienst ist im besten übertragenen Sinne eigentlich auch der Interessensverwalter der Beitragszahler. Und zwar nicht nur der Beitragszahler auf der Arbeitnehmerseite, auch auf der Arbeitgeberseite. Und, meine Damen und Herren, wer soll denn ansonsten so etwas wie eine Überprüfung vornehmen, ob die Abrechnungen denn auch ordnungsgemäß vorgenommen worden sind? Meine Damen und Herren, ich kann mir zwar auch vorstellen, dass man so etwas bei einer neutralen Behörde wie dem Regierungspräsidenten ansiedelt, nur der wäre ja in einer anderen Richtung unterwegs. Er hätte ja einen ganz anderen Fokus auf die Prüfung. Von daher, meine Damen und Herren, wer da Kritik dran übt, der, ich glaube, da muss man auch noch der Ehrlichkeit so ehrlich sein und sagen, da werden auch die Interessen der Beitragszahler mit berücksichtigt. Insofern können wir als Freie Demokraten dem Gesetzentwurf
zustimmen und auch dem Änderungsantrag, soviel ich weiß, gibt es auch noch einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktion, dem werden wir auch unsere Zustimmung geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. Für die SPD-Fraktion spricht nun Frau Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bocklet, auch hier trifft es zu, dass wir anerkennen, dass Sie Änderungsanträge eingereicht haben. Wissen Sie, wenn Sie das bisher immer so gehandhabt hätten, nach Anhörungen auf die Hinweise von Anzuhörenden einzugehen, dann hätten wir das vielleicht nicht so deutlich heute zum Ausdruck gebracht. CDU und GRÜNE haben mit ihrem Änderungsantrag viele Fehler korrigiert, vor allen Dingen redaktionelle Änderungen durchgeführt. In der ersten Lesung hatten wir Oppositionsparteien alle nachgefragt und uns gewundert, warum der Gesetzentwurf eilte. Und wenn schnell gehen muss, entstehen eben auch einmal Fehler. Aber Sie haben die jetzt analysiert und zum Teil abgestellt. Dass die Verbünde jetzt neu definiert werden und dass diese auch über Landkreisgrenzen hinweg möglich sind, das ist gut. Aber werden die Fahrzeiten zwischen den einzelnen Krankenhäusern festgelegt? Das ist wiederum für all jene Verbünde eben nicht so gut, die weiter auseinanderliegen. Sie profitieren eben nicht von der Förderung, obwohl sie die gleichen fachlichen Voraussetzungen haben. Das finden wir falsch. Deswegen können wir diesem Punkt nicht zustimmen. Auf einen Punkt möchte ich besonders eingehen. Und Herr Lenders, Sie haben den MDK schon genannt. Wir hätten gerne, dass er rauskommt aus dem Gesetz. In der Anhörung wurde gefordert, eine andere neutrale Prüfinstanz zu finden. Uns ist bewusst, dass man die Prüfinstanz nicht um die Prüfinstanz herumkommt. Aber die Akteure im Gesundheitswesen hatten in ihrer schriftlichen und auch in der mündlichen Stellungnahme erläutert, dass z.B. die GQH eine solche Aufgabe übernehmen könnte. Die Aufgaben und Ziele der externen Qualitätssicherung müssten dann natürlich angepasst werden. Das müsste man wollen und auch entsprechend umsetzen. Die Stellungnahme zielt nämlich genau darauf ab, dass eine Prüfinstanz neutral sein soll. Kritiker sehen das beim MDK eben nicht. Wie der Name schon zeigt, der medizinische Dienst ist der Dienst der Krankenversicherung, und der MDK soll sicherstellen, dass die Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung nach objektiven medizinischen Kriterien Versicherten zugutekommt. Dies geschieht nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, Leistungen der Krankenkasse müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich nach § 12 SGB V sein. So steht vor allen Dingen auch die Wirtschaftlichkeit und die Perspektive der Krankenversicherung natürlich auch im Fokus. Sozialgerechtlich ist aber dann natürlich auch verankert, dass fachliche Unabhängigkeit geboten ist. Was ich aber damit sagen möchte und zu bedenken geben will, das, was die Anzuhörenden uns mit auf den Weg gegeben haben, dass nicht ein einziger Leistungserbringer partizipiert, obwohl diese ja direkt betroffen sind. Ich glaube, da müsste man noch einmal drüber nachdenken. Abgesehen davon ist es ja momentan so, dass in keinem anderen Bundesland derzeit in dem Gesetz der MDK verankert ist. Die Anzuhörenden wünschen sich eine Landeslösung. Unser Vorschlag ist deswegen, ihn zu streichen, zu schauen, hätte man eine neutrale Instanz, die man dann mit Prüfrechten beauftragen könnte. Darüber hinaus wäre es schön gewesen, wenn man das kleine Wort insbesondere in Nummer 10 bezüglich der Qualitätsindikatoren gestrichen hätte. Die Anzuhörenden haben hier verdeutlicht, dass es ein Problem gibt, da die Qualitätsindikatoren nach § 136 SGB V in den Vordergrund gerückt werden, andere aber dadurch in den Hintergrund gerückt werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass andere Länder das so machen, dass sie eigene Normen entwickeln und die dann brauchen. Das wäre schön gewesen. Dann hätten Sie sagen können, Hessen vorn. So sagen wir eher Hessen hinten.
Schade, dass Sie diese Möglichkeit nicht genutzt haben. Dieses kleine Wort insbesondere nämlich hat eine große Bedeutung und auch große Auswirkung. Genauso haben Sie das Wort Bestimmung bei der Notfallversorgung drin gelassen, sodass die bisherige Formulierung dazu nicht bestehen bleiben kann. Bereits in der ersten Lesung hatte ich darum gebeten, uns mitzuteilen, was genau in der geplanten Verordnung stehen soll, mit Verweis auf der Verordnung in § 11 vom Krankenhausstrukturgesetz. Worum geht es da genau? Vielleicht können Sie das ja heute noch einmal aufgreifen. Die Notfallversorgung, das ist sicher, ist wichtig und ein wichtiges Thema für die Menschen in Hessen. Und die Versorgung und die Patientensicherheit muss hier einfach gewährleistet werden. Deswegen sprechen wir uns auch weiter für wohnortnahe Möglichkeiten aus, damit die Wege ins Krankenhaus nicht immer länger werden. Wir haben beide Aspekte, die Notfallversorgung und die Qualitätskriterien, in unseren Änderungsvorschlägen formuliert, um der Anhörung und dem, was gesagt worden ist, Rechnung zu tragen, aber um die Versicherung, die Versorgung sicherzustellen, braucht es natürlich auch Personal. Und wir haben das ja schon in den vergangenen Debatten oft diskutiert, dass wir einfach den Beruf wieder attraktiver machen müssen, um junge Menschen dafür begeistern zu können. Und neben einer guten Entlohnung sind es dann die Arbeitsbedingungen. Marjana Schott hat ja gerade schon darauf hingewiesen, das hat sich gerade im ersten Moment gut angehört, dass der Dr. Bartelt gesagt hat, na, das ist doch etwas, was jetzt kommen soll auf Bundesebene, und dann gleich wieder die Handbremse gezogen, dass man erst einmal abwarten soll. Aber wie lange wollen wir denn noch warten? Wie lange wollen wir noch warten? Seit Jahren ist kaum bis gar nichts passiert. Wir haben einen Pflegenotstand. Wir werden alle älter. Wir brauchen das Personal. Und die Patientensicherheit hängt vom Personalschlüssel ab. Das beweisen die Studien. Deswegen möchten wir einen definierten Personalschlüssel, damit wir einfach eine gute, risikoarme Versorgung gewährleisten können. Diese Vorgaben wollen Sie nicht. Das ist sehr schade. Aber wir hätten gerne, dass eben Patienten und Bewohner ordnungsmäßig versorgt werden können. Und nicht nur die hessische SPD sieht das so, sondern auch Verdi, der Ethikrat, der Pflege-SHV, der DBFK sowie andere. Und heute hatten wir eine Besuchergruppe aus Marburg-Biedenkopf hier vor Ort, die im Krankenhaus- und im Pflegebereich gearbeitet haben, die genau dasselbe schildern. Deswegen hoffen wir, dass Sie einlenken und eine landesweite Lösung, sich mit uns für eine landesweite Lösung einsetzen. Und solange Sie das nicht umsetzen, werden wir das so lange immer wieder thematisieren, weil wir Mindestpersonalstandards brauchen, um endlich das Gesundheitssystem zu sichern und gutes Personal für die Menschen vor Ort zu haben, mehr Zeit für Pflege, das ist unser Plädoyer. Ein letztes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Geriatrie. Die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser fordert die Aufnahme der Geriatrie als krankenhausplanerisch eigenständiges Fachgebiet und damit dann auch in den Krankenhausplan. Sie sehen da Bedarf der gesetzlichen Regelung. Das wäre sinnvoll, auf der Fachebene zu planen und das eben auch im Gesetz entsprechend zu verankern. Das Thema Geriatrie und dass es in einer älter werdenden Gesellschaft wird hier nicht besonders berücksichtigt, gerade bezüglich der demografischen Entwicklung und darauf, ja, die Versorgungsplanung, die wir darauf abstellen müssten, wäre eine rechtliche Klarstellung ganz wichtig und eben dann auch die Sicherstellung der fallabschließenden Geriatrie. Darauf hebt das Gesetz aber leider nicht ab. In der Großen Anfrage allerdings zur Gesundheitsversorgung sprach die Landesregierung von einem hessischen Geriatriekonzept. Das kann ein gutes Instrument sein. Wir hatten damals schon gefragt, wann wird es vorgeschrieben, wann wird es vorgestellt. Bislang fehlt da die Antwort. Vielleicht könnte der Minister uns ja heute ein bisschen was dazu sagen. Oder wollen Sie vielleicht den Hinweis der katholischen Krankenhäuser bedenken und in das Gesetz mit einbeziehen? Sie sehen, es gibt auf jeden Fall noch Diskussionsbedarf und auch Änderungsbedarf. Deswegen beantragen wir die dritte Lesung. Herzlichen Dank. Thank you.
Danke, Frau Sommer. Für die GRÜNEN hat sich Herr Bocklet gemeldet. Herr Präsident, um 20.29 Uhr erlaube ich mir, nicht noch einmal komplett eine Anhörung nachzuvollziehen und eine Fachdebatte zu führen, sondern daran zu erinnern, was dieses Gesetz bewegt. Zwei Punkte. Zum einen haben wir noch einmal nachjustiert, dass es jetzt die Verbundbildung noch besser gefördert wird. Und dafür stellen wir im Übrigen auch 21 Millionen € zusätzlich zur Verfügung. Das ist Punkt 1. Und wir haben jetzt auch in dem Änderungsvorschlag und Änderungsantrag dafür gesorgt, dass auch gerade Krankenhäuser, die schon länger vorbildlich agiert haben, nicht bestraft werden, sondern dass sie auch noch einmal bevorzugt werden. Das ist Punkt 1. Die Verbundförderung für Krankenhäuser muss stärker gefördert werden, damit die Krankenhäuser nicht urwüchsig über die Wupper gehen, sondern dass sie tatsächlich in die Lage versetzt werden, tatsächlich stark wirtschaftlich und gemeinsam stark Konzepte zu entwickeln. Und wir wollen das finanziell unterstützen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, der uns sehr wichtig war, wir wollen die Stärkung der Gesundheitskonferenzen. Dazu steht ganz viel in diesem Gesetz drin. Wir erhoffen uns dadurch, dass transparent lokal und regional sektorenübergreifend gearbeitet wird zwischen ambulanten und stationären Versorgung, dass dort der Patient im Mittelpunkt steht, dass wir von der Notfallversorgung über ambulante, stationäre bis nachsorgende Versorgung tatsächlich darüber gesprochen wird, wie kann kreativ und innovativ die Versorgung sichergestellt werden. Da sind hohe Erwartungen an die zukünftigen Gesundheitskonferenzen. Wir haben auch die Teilnehmerzahl so aus und die Teilnehmer, die dort entsandt wird, so ausgestattet, dass auch wirklich an jede Profession gedacht wird. Wir erhoffen uns von diesem Krankenhausgesetz tatsächlich einen großen Fortschritt. Zu den Änderungsanträgen haben die Kollegen Vorredner schon etwas gesagt. Ich finde, wir haben auch noch etwas übrig und vor uns. Wir werden natürlich auch dieses Gesetz, wie immer, wie wir das getan haben, nach einem Jahr uns anschauen, ob der medizinische Dienst der Krankenkassen, MDK oder andere ihren Job gut machen. Auch das gilt wie immer. Wenn wir hier Gesetze verabschiedet haben, haben wir sie evaluiert, nach einem Jahr eine Zwischenbilanz gezogen. Wenn es bessere Vorschläge gibt, werden wir darüber weiter diskutieren. Wir wollen noch ein bisschen Arbeit uns übrig lassen für die nächsten 5 Jahre. Wir sind bereit und gut aufgestellt. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Bocklet. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu drei, vier Punkten, die angesprochen worden sind, ein paar Bemerkungen machen, damit man sieht, dass gewisse Auffassungen, die seitens der Oppositionsfraktionen vorgetragen worden sind, nicht unbedingt von tiefgreifender Kenntnis sprechen. Das Erste ist, es ist überhaupt kein Problem, einen Verbund einzugehen zwischen beispielsweise der Gesundheit Nordhessen und den städtischen Kliniken in Darmstadt, auch wenn das nicht mit 30 Minuten Fahrzeit zu verbinden ist. Das Gesetz sieht ausdrücklich diese Fragestellung von 30 Minuten vor, wenn es außerhalb des Bundeslandes ist. Außerhalb des Bundeslandes ist. Deswegen ist diese 30-Minuten-Frist neu mit hineingekommen. Ich will Ihnen auch einen Grund sagen, warum wir es mit aufgenommen haben, weil wir eine Verbundlösung in Hessen an dieser Stelle haben zwischen dem Universitätsklinikum in Heidelberg und dem Kreisklinikum an der Bergstraße. Ein für die Bergstraße sehr guter Verbund, der die medizinische Versorgung an der Bergstraße ausdrücklich gestärkt hat. Es wäre nicht gut, wenn wir die Kreiskliniken an der Bergstraße dafür verantwortlich machen würden, im Sinne einer Sanktion nicht in die Regelungen einer Verbundlösung hineinzukommen, nur weil sie mit Heidelberg entsprechend eine Kooperation eingegangen sind. Insofern schauen Sie nach, dann kriegen Sie auch eine entsprechende Information. Nummer zwei. Wenn wir die Fragestellung von bundesgesetzlichen Fragen und Vorgaben in das Hessische Krankenhausgesetz mit übernehmen, dann müssen wir sehen, dass in dem GKV-Strukturgesetz, also Krankenhausstrukturgesetz, der Punkt des medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat im Hinblick auf die Frage der Nachprüfung von Qualität in Krankenhäusern. Wenn wir diesem Gesetz Folge leisten, brauchen wir in dem hessischen Gesetz eine Ermächtigungsgrundlage, die es uns ermöglicht, den MDK in Hessen auch damit zu beauftragen. Ob wir es tun, ist vollkommen dahingestellt. Das Einzige, was wir haben in diesem Gesetz, ist eine Ermächtigungsgrundlage, es machen zu können. Aber es ist bei weitem noch keine Entscheidung getroffen worden, ob wir es machen. Dritter Punkt.
Wir haben auch unter Beteiligung des Landes Hessen sehr intensiv und sehr lange in einer Pflegepersonalkommission auf Bundesebene gesessen, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, in der auch der Deutsche Pflegerat und viele andere, inklusive Verdi, vertreten war. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen im Hinblick auf die Frage, wie wir in Zukunft personalintensive Pflegebereiche in Krankenhäusern definieren und dort Pflegepersonaluntergrenzen auch entsprechend setzen. Dieses haben wir vor über einem Jahr vereinbart, mit der Maßgabe, dass die Selbstverwaltungskörperschaften, in diesem Fall die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die gesetzliche Krankenversicherung, sich auf ein System einigen und dieses angekündigt mit der Drohung, wenn sie sich nicht einigen, dann wird der Bundesgesetzgeber tätig werden. Die beiden haben sich nicht geeinigt. Der Bundesgesetzgeber wird nun tätig durch eine entsprechende Verordnung auf Bundesebene und dieses ergänzt durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Und dieses hat auch Wirkung auf die hessischen Krankenhäuser. Deswegen brauchen wir keine separate Regelung im hessischen Krankenhausgesetz. Deswegen werden wir dieses auch umsetzen, auch wenn uns Krankenhäuser sagen, wir haben möglicherweise dann ein Problem, weil uns die Fachkräfte fehlen, dass wir das ein oder andere Intensivbett in Zukunft nicht mehr betreiben können. Dann möchte ich aber von Ihnen nicht hören, warum werden die Intensivbetten zugemacht, wenn beispielsweise eine Grippewelle oder etwas anderes ist. Das eine bedingt das andere. Wir sind an der Stelle im Gespräch. Wir sind in Hessen in der Situation, dass wir, was die Notfallversorgung anbelangt, eine Richtung eingeschlagen haben, dass den Kliniken letztendlich eine Existenzsicherung möglich ist, die diese auch dringend brauchen. Das kann z. B. der Fall sein, wenn wir im Falle einer Schließung mindestens 5.000 Menschen, Fahrzeiten von mehr wieder als 30 Minuten zu einem alternativen Krankenhaus hätten, in dem betroffenen Gebiet aber eine zu hohe Bevölkerungsdichte vorherrscht. Das kann auch der Fall sein, wenn ein alternatives Krankenhaus in einem anderen Bundesland liegt und wir keinerlei Einfluss darauf haben, ob dieses Krankenhaus Notfallstandort ist, bleibt oder wird. Deswegen ist durch die vorgesehene Verordnungsermächtigung in diesem Gesetz die Voraussetzung dafür geschaffen, eine flächendeckende Versorgung zu erhalten. Ich sage ganz ausdrücklich, alle aktuellen Diskussionen, auch was Bad Schwalbach oder Sonstiges anbelangt, sieht vor, dass keine Klinik, die in der Vergangenheit geschlossen worden ist, davon betroffen ist. Aber es ist eine Planungssicherheit für die hessischen Krankenhäuser im Sinne der Notfallversorgung. Und ein Letztes, um auch dieses noch einmal zu machen. Die Frage von Geriatrie ist die Folge eines Urteils des Bundessozialgerichts im Hinblick auf die Schlaganfallversorgung. Es ist überhaupt keine Frage, dass jede bisherige Klinik, die einen geriatrischen Versorgungsauftrag hatte, auch in Zukunft die Geriatrie in dem gleichen Umfang anbieten kann, auch OPS-mäßig abrechnen kann. Aber wir kommen an den gesetzlichen Grundlagen nicht vorbei, dass jede Klinik, die eine innere Medizin hat, in Zukunft den OPS-Code für die Geriatrie anwenden kann. Wir sind aber in der Diskussion, und da brauchen wir die Opposition nicht damit, mit den Krankenhäusern, wie wir das in der Fragestellung der Krankenhausplanung, Herr Schmidt, brauchen wir die Opposition nicht, brauchen wir sie nicht, brauchen wir sie wirklich nicht dazu, wie wir in Zukunft in der Frage der Krankenhausplanung den Punkt der Geriatrie, und da ist Hessen ein Beispiel, und dieses seit vielen Jahren, lange auch bevor die jetzige Landesregierung die Verantwortung hatte, sondern wir sind in einer guten auch Konsequenz und auch Fortführung dessen, was wir in Hessen angestoßen haben, nämlich der fallabschließenden Behandlung mit all den Problemen, die damit zusammenhängen, wie wir das in Zukunft auch machen können. Das ist aber Gegenstand der Diskussion über die Krankenhausplanung und nicht über das Krankenhausgesetz. Insofern ist das, was die Regierungsfraktionen eingebracht haben, ein gutes Gesetz und mit den Änderungsanträgen auch entsprechend präzisiert. Die Landesregierung unterstützt das vollumfänglich. Danke, Herr Minister Grüttner. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Es ist dritte Lesung beantragt. Deswegen überweisen wir den Gesetzentwurf sowie die in änderten Anträge in den SIA zur Vorbereitung der dritten Lesung.